Ich möchte Ihnen ein bisschen was über unsere Elefanten erzählen. Wir werden jetzt im Frühjahr anfangen mit einer kommentierten Fütterung und trainieren täglich die Tiere ein bisschen an die Lautsprecheranlage. Ja, dann werden wir mal anfangen. Wir haben hier asiatische Elefanten im Zoo, 7 Stück. 5 weibliche Tiere hier auf der Anlage und hinterm Haus nochmal 2. Einmal den Bullen Victor mit seiner Lieblingskuh, der Drumbo. Die Kühe haben bei den Asiaten keine Stoßzähne oder ganz kurze Stoßzähne. Die sitzen hier oben in den Backentaschen drin und sind eigentlich so nicht zu sehen. Nur die männlichen Tiere haben richtig lange Stoßzähne. Ich kann Ihnen unseren Victor nur empfehlen, gehen Sie einmal rum, schauen Sie sich den an. So, dann fangen wir mal hier mit unserer Yoti an. Yoti ist 1974 geboren und ein Staatsgeschenk von der damaligen Ministerpräsidentin Indira Gandhi gewesen. Wen haben wir denn daneben? Daneben steht unsere älteste Kuh, die Tanja. Tanja ist 52 Jahre alt und auch die Leitkuh und macht hier im Augenblick am meisten Probleme mit der Lautsprecheranlage. Aber auch sie wöhnt sich Stück für Stück daran. Sie ist mit 52 die älteste Kuh, Elefantenkuh, die hier je im Zoo gelebt hat. Hat auch schon so ein bisschen Alterserscheinungen. Ihr tut die Hüfte weh und das kalte Wetter macht ihr auch manchmal zu schaffen. Am liebsten steht sie in der Sonne. Dann geht es ja ganz gut. Wen haben wir jetzt? Wer steht hier? Hier steht Carla. Carla ist 1973 geboren. Eine verfressene und freche Kuh. Die Lieblingstante von unserer kleinen Anjali, die 3,5 Jahre alt ist und knapp 1,5 Tonnen schon wiegt. Hier ist noch ihre Mutter zu sehen. Pampa ist 1987 geboren und als halbjähriges Tier zu uns gekommen, diesen Findelkind, ist von Arbeitselefanten in Thailand gefunden worden. Und auch sie ist ein Staatsgeschenk. Sie wurde uns dann 1987 zur 750-Jahr-Feier von Berlin vom thailändischen König geschenkt und ist die Mutter von unserer Anjali. Ne, Kalle? Ja, ich tue der Anjali. Carla ist die Tante auch von der Anjali und sobald die Anjali quakt und ein Theater macht, muss die Carla gleich kommen. Ne, du liebst nicht, du kannst wie alle anderen Elefanten vom Boden fressen. Wir streuen mehrmals am Tag so eine Pellets hier auf der Anlage, das sind Fresslinge, Getreide und Heu. Und ist als Beschäftigung für die Tiere gedacht. Guck mal, Kari steht da direkt. Unser Anjali ist im Augenblick in der Ausbildung, jeden Morgen muss er. Kannst du mal die Gursche wegnehmen? Die muss hier jeden Morgen eine halbe Stunde Unterricht mitmachen, Kalli Beck, damit sie dann auch später mal so gehorcht wie die Großen. Du bleibst da weg, hier hast du was und du, ein Charlie. Ja, das geht darum, dass sie dann, wenn die Elefanten überall anfassen kann, für medizinische Versorgungen, dass sie auch mal schauen, ob sie Lust hat. Und Charlie, Fußlicht, mach mal hier die Knochen. Kalli ist ja gut, Unterricht. Hier vorne Fußlift, richtig Fuß. Ah. Du nicht. Du kannst das, das weiß ich. Aber kleines im Unterricht. Ihr Lift? Fuß. Ah. Richtig schön. Dann kann man sich die Sohle angucken, die Nägel, ob alles in Ordnung ist. Und wie kleine Kinder sind, brauchen sie für alles, was sie machen. Hier vorne kann man bei der Anjali, Mama, Rang, Rüssel. Kann man auch schon die Schlussszene sehen. Kalli, ja, das war's dann erstmal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag im Zoo bei dem schönen Wetter. Viel Spaß noch. Ja. Okay.